Wir sind hier bei MobileX.com. EU hier in Ungarn. Wir haben das Gigabyte Booktop M1022 hier, das es für 400 Euro auf der Website zu kaufen gibt. In Deutschland kostet es noch etwas mehr. Das Besondere an diesem Gerät ist, wir haben eine Docking Station dazu, die uns erlaubt, wie wir hier auf der Rückseite sehen, das Gerät auch im Desktop-Modus zu benutzen. Hier sehen wir die technischen Daten, aber jetzt packen wir jetzt erstmal das Gerät aus. So, hier haben wir auch schon das weiße Exemplar. Das gibt es leider nur in weiß, das Booktop. So schaut es aus. Schöne spiegelnde Oberfläche. Auf der linken Seite haben wir ein Multicard-Reader und ein Express 34 Slot. Dann haben wir noch drei USB-Eingänge. Alle drei sind auf derselben Seite, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir noch Gigabit-Netzwerk und Stromeingang. Auf der Rückseite kommt der Akku rein. 7800 mAh haben wir mitgeliefert. Hier seht ihr, wie es noch ein UMTS-Modem verbaut werden kann. MobileX kann dies auch machen für weitere 100 Euro Aufpreis. Dann haben wir auf der anderen Seite noch ganz normalen Standard Kensington Lock, VGA, Gehäuselüfter und der DisplayPort bzw. Docking Station Port. Was dieses Loch in der Vorderseite soll, wissen wir nicht. Unterseite, wie ihr sehen könnt, können wir hier den RAM, RAM und Festplatte austauschen. Hier ist der RAM drunter, hier ist Netzwerk drunter und hier ist die Festplatte. Eine ganz normale XP-Lizenz drauf, SP3, und schauen wir uns den weiteren Paketinhalt an. Wir haben ein schönes Buch und das spiegelnde Display, was wir uns gleich anschauen, nicht zerkratzt oder nicht von Tastatur Abstriche bekommt. Dann haben wir hier jetzt in der Tasche drin den Akku. Wie schon erwähnt, 7800 mAh, könnt ihr hier ablesen. Und ja, mit dem Akku wiegt das Ganze 1,3 kg. Wir haben natürlich Software dazu, DVD und CD mit den ganzen Treibern. Und das wirklich Erfreuliche, der wirklich sehr, sehr, sehr kleine Netzteiladapter ohne Schalter und hier noch das zweite Stück Kabel dazu, wirklich sehr gut. Dann die Tasche, die uns wirklich schön viel Platz bietet, auch wenn wir jetzt hier oben noch im Extrafach Kabel und so weiter verstauen können. Neopren von außen, aber schauen wir uns jetzt das Gerät mal von innen an. Also zuerst mal Akku einsetzen, so, das war's schon. Kein Lock vorhanden und dann machen wir das Ganze mal auf. Hier seht ihr das Gerät, hier ist der Akku und im Vergleich zum MSI U100, wenn ihr die Tastatur anschaut, wirklich sehr gut verteilt. Fn-Taste und Control-Taste sind aber zum Glück richtig rum bei dem Gigabyte. Von der Größe her könnt ihr auch erkennen, das Gigabyte ist genauso breit und genauso hoch. Weitere Bilder dazu findet ihr auf unserer Webseite im direkten Vergleich. Sonst hier haben wir leider ein spiegelndes 10 Zoll Display mit 1024x600 Auflösung und das Touchpad fühlt sich sehr gut an, schön groß. Wir haben aber die Tasten leider links und rechts. Wir haben Bluetooth, WLAN und kein UMTS verbaut. Dies kann aber nachgerüstet werden von MobileX, wie schon gesagt. Tastatur, wirklich exzellent. Enter-Taste könnte ein bisschen größer sein.
aber wir haben ja die englische, das englische Layout. Und jetzt schauen wir uns doch mal diese Docking Station an, die dazu geliefert wird. Weil das ist ja das eigentlich Wichtige hier. Hier haben wir die Docking Station. Schön durchsichtiges Plastik unten, aber alles schön stabil mit drei Schrauben jetzt festgehalten. Hier haben wir den Docking Station Port und an der Rückseite seht ihr hier schon, wie wir drei USB-Ports haben, ein Netzwerk, VGA, Strom und ein Line. Port, Stromadapter haben wir leider nur eins mit dazu, wie ihr schon gesehen habt. Aber jetzt kann ich euch zeigen, dass wenn wir jetzt das Ganze hier so hinstellen und das hier einfach so rein, das war's schon. Ihr müsst nicht mehr besonders drauf drücken. Hier vorne habe ich euch noch nicht gezeigt, haben wir einen An- und Ausschaltknopf und einen Stromladeknopf. Stromladeknopf weiß ich jetzt nicht genau, wofür der sein soll, aber man kann es einfach wirklich mit einer Hand einfach reinstellen. Man muss nicht mehr groß viel machen. Nichts reindrücken, sonst was, einfach nur. Das Ganze ist nicht magnetisch oder sonst was. Wackelt auch nicht sonderlich, also es fühlt sich ganz stabil an. Und das ganze Notebook wird eigentlich überall von so Gumminoppen hier festgehalten. Das heißt, es gibt keine Schleifspuren auf dem Display oder sonst wo. Das war das Gigabyte M1022 Booktop für mlevel.com. Balaschgal. Bei mobilex.eu könnt ihr es bestellen für 400 Euro. Mehr Bilder und kompletten Tests solltet ihr bald auf unserer Seite finden. Jetzt sehe ich hier an der Vorderseite noch Kopfhörerausgang, Mikrofonausgang und Mikrofon an sich findet ihr hier vorne. Entschuldigung, habe ich vorhin vergessen.